Hola, ¿qué tal? Soy Angélica. Les voy a platicar algo acerca de mi familia. Hallo, mein Name ist Angélica. Ich werde heute euch etwas erzählen über meine Familie. Ich bin verheiratet seit vielen Jahren. Ich habe zwei Kinder. Ich habe einen Junge, der ist 11 Jahre alt, und ein Mädchen, sie ist 7 Jahre alt. Also das hier, das soll mein Mann repräsentieren. Das ist ein Geschenk von ihm. Der heißt Manfred. Und ja, ich finde, es passt wunderbar. Er ist wie ein Kuscheltier. Ein ganz, ganz lieber Mann. Ein starker Mann. Ein kluger Mann, die mich immer unterstützt bei alle meinen Entscheidungen, meine Fehler auch. Ja, das ist Manfred. Hier, das hier repräsentiert mein Sohn. Das Typischste an Paul. Wow. Lesen. Und er ist ein Junge, der sehr empfindsam ist. Ja, das ist typisch von ihm. Er ist manchmal frech, aber er ist ein ganz, ganz sensibler Junge. Er hat ein großes Herzen. Ja, das ist typisch von ihm. Das hier ist meine Tochter. Ja, ich bin sehr stolz auf meine Tochter. Auf mein Junge auch. Ja, mein Mädchen ist ein ganz, ganz starkes Mädchen. Sie ist sehr hübsch. Sie ist sehr blond, so wie Elsa hier. Sie hat strahlend blaue Augen. Und ja, sie ist ein Teil in meiner Familie, die sehr wichtig ist. Die macht uns stark, uns alle. Ich bin sehr stolz auf sie. In meiner Familie gibt es Menschen, die adoptiert worden sind. Ich erzähle erstmal über meine Familie in Mexiko. Mein Cousin, ja, der ist mein Cousin, genau. Und seine Mutter, sie gehört einfach zu uns. Sie hat Schwierigkeiten im Leben gehabt, und ihr kleiner Sohn, ja, hat eine Familie gebraucht. Und er lebt jetzt bei meinem Onkel, und er wächst da auf und geht zur Schule und gehört zu uns. Was ist denn eigentlich eine Familie? Eine Familie. Ja, es wo man geliebt ist, wo man akzeptiert ist, wo man willkommen ist, ist kein Blutsverwandtschaft. Das ist mir klar. Ist, wo man glücklich ist. Hallo? Hallo, kommt eure Familie raus? Markus, müsste gleich wiederkommen mit den Kindern, hol dir gerade von Freunden ab, aber ich komme schon mal runter. Zu unserer Familie gehören 4 Personen. Das sind wir. Ich bin der Markus, 41 Jahre alt. Ich bin der Dominik, 9 Jahre alt. Ich bin der Patrick, 10 Jahre alt. Ich bin die Monika, 43 Jahre alt. Das war von vornherein, war das klar, dass wir eine Familie gründen wollen. Weil ich selber als Familie auch groß geworden bin, mit Geschwistern und allem. Wichtig ist der Zusammenhalt. Die Harmonie ist wichtig. Das ist bei uns groß, dass wir gemeinsam durch dick und dünn gehen. Von Beruf bin ich selbstständiger Webdesigner und habe mir mal mein Tablet mitgebracht. Ich spiele gern Gitarre und probe mit meiner Mutter zusammen. Ich spiele gerne Fußball und habe meinen Ball mitgebracht. Ich habe auch meine Gitarre mitgebracht, weil ich mit meinem Sohn Gitarre spiele. Haben deine Eltern oder dein Bruder dich auch schon mal geärgert?
Auch andersherum. Nehmt euch manchmal in den Arm oder gebt euch einen Kuss. Wir können das ja... Wir können das, wir machen das auch alle gemeinsam. Also das ist nicht das Problem. Dafür haben wir uns ja auch alle gern und lieb. Bist du dir sicher? Ja. Wenn ich groß bin, möchte ich eine Familie haben, die so ist wie wir. Hallo, ich heiße Peyman, mein Vater heißt Ali und meine Mutter heißt Mariam. Die beiden Symbole bedeuten von damaligen persischen Zeiten. Das hat mit der Revolution zu tun. Der Bruder von meiner Mutter hat die hergebracht, meine Mutter als Geschenk. Und seit wann wohnt ihr hier im Haus? Hier seit 3,5 Jahren. Was ist typisch für deine Familie? Wir sind sehr gastfreundlich. Was ist denn eigentlich eine Familie? Die Familie merkt man, wenn eine Liebe da entsteht und füreinander da sind, zum Beispiel. Auch wenn man in schlechten Situationen, auch in guten Situationen sich befindet. Was ist wichtig für deine Familie? Dass wir mal eines Tages nach Iran fliegen. Wenn du später eine eigene Familie hast, wie soll die sein? Die sollen tolerante Menschen sein. Ich bin Christina. Ja. Ja? Elea. Okay. Christina. Ich bin Frauke und sie hat noch keinen Namen. Ich habe mich am meisten als Familie gefühlt, als wir nach Eleas Geburt aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen sind, zum ersten Mal zu dritt in die Wohnung. Und was gefällt dir gut an deiner Familie? Ach, das sind so ganz nette Mitglieder. Gibt's irgendwas, das besonders ist an eurer Familie? Nee, oder? Ja. Aber diese Kombination hat natürlich den Vorteil, dass man die Schwangerschaften aufteilen kann. Ich habe Elea auf die Welt gebracht und Baby ohne Namen wird von Frauke auf die Welt. Ja, genau. Super. Vielleicht willst du einmal erklären, wie das... Aus welchem Bauch bist du gekommen? Aus Mamas Bauch. Und okay. Aus welchem Bauch kommt deine Schwester? Aus Mamis Bauch. Siehst du, wir haben hier die Lach- und Sachgeschichten. Wir haben Ehringe, seit wir unsere Lebenspartnerschaft haben eintragen lassen. Das ist etwa 5 Jahre her. So, wenn alles fertig ist, gehen wir noch trotz Kälte und Regen mit der Regisseurin ein Eis essen. Lalala. Ich bin Lisa. Und ich bin Susanne. In meiner Familie in Bremen, dazu gehören mein Papa und Mama. Und in Hamburg, da habe ich meine beiden Cousinen, meine Oma, mein Opa und meinen Onkel. Also ich sammle gerne verschiedene Sachen und als Beispiel habe ich jetzt meine Edelsteinsammlung mitgebracht. Ich habe auch was mitgebracht, was für mich typisch ist. Und zwar bin ich eigentlich eine richtige Kaffeetante und mitgebracht habe ich einen fair gehandelten Kaffee, weil das ist auch was sehr Typisches für mich, dass ich mich schon ganz lange mit fairem Handel beschäftige. Und genau, deswegen habe ich so ein Päckchen mitgebracht. Im Haus wohnen wir seit Sommer 2013. Das sind jetzt ungefähr 1,5 Jahre. Wir sind hierher gezogen, als ich mich von Lisas Papa getrennt habe. Und der wohnt hier ganz in der Nähe.
so, dass Lisa da einen kurzen Weg hat. Und ja, das Besondere an unserer Familie hier in Bremen ist, dass Lisa zur Hälfte bei ihrem Papa wohnt und zur Hälfte bei mir. Lisas Papa und ich, wir haben eigentlich von Anfang an, auch als wir eben zusammengelebt haben, beide Teilzeit gearbeitet. Dadurch war es eigentlich von vornherein so, dass wir uns gleichermaßen auch um Lisa gekümmert haben. Bei Papa mag ich als Gericht am liebsten Spaghetti. Und bei Mama? Bei Mama mag ich als Gericht am liebsten Pfannkuchen. Also bei uns, an meiner Familie mag ich, dass man mit denen über alles sprechen kann, dass jeder füreinander da ist und ja. Ja, ich weiß, wie im Schulbuch sieht keine der Familien aus. Aber in meinem ganzen Haus weiß ich keine einzige Familie, die ist wie im Schulbuch. Vielleicht ist Zeit, die Schulbücher zu ändern.